Ja, ich würde einmal vorschlagen, dass wir anfangen mit unserem heutigen Filmseminar gegen Austerität. Wir veranstalten diese Kinoreihe jetzt, glaube ich, seit 2018 und zeigen verschiedene politische Filme unterschiedlicher Couleur. Und heute ist uns ein kleiner Coup gelungen. Wir haben heute Silvestre Amasou aus einfliegen können. Ja, und wir probieren diese Veranstaltung auf Französisch und Deutsch abzuhalten und danken deswegen einmal recht herzlich, dass Marie-Dominique und Manuel hier heute die Übersetzung übernehmen können. So, nochmal zum Organisatorischen vorweg. Wie ihr seht, Getränke und Snacks gegen Spende. Die Toiletten findet ihr auf dem Gang auf der rechten Seite. Und dann würde ich einmal nochmal ein paar Worte zu Silvestre verlieren wollen. Er ist Schauspieler und Filmemacher, der in Paris lebt, aber aus dem Benin stammt. Er versteht sich explizit als politischer Filmemacher und gerade für das Selbstbewusstsein in den panafrikanischen Ländern, was ja heute von ganz besonderer Bedeutung ist. Nachdem er 20 Jahre in Paris oder in Frankreich als Schauspieler probierte, interessante Rollen für afrikanische Schauspieler zu bekommen, aber an der imperialen Kultur, die dort herrschte, feststellte, dass das nicht ganz so einfach ist, entschied er einfach selber Filme zu machen. und wir wissen überhaupt von diesem Film, oder er wurde uns ganz dringlichst empfohlen von Arnold Schölzel, der den Kontakt auch hergestellt hat. Er hat ihn bei dem besagten oder einem ja doch recht großen panafrikanischen Filmfestival 2017 in Ouagadougou kennengelernt, bei dem der Film, den wir heute schauen, zu Jubelstürmen bei den Zuschauern geführt hat, weil er gerade für eine Generation, die sich doch nochmal verstärkt Emanzipationsbewegungen anstrebt, dieser Film einen Zeitgeist getroffen hat und davon Arnold Schölzel sehr, sehr beeindruckt war. Und er über den Makaye Kassé aus Dakar, ein, glaube ich, guter Freund von beiden, diesen Kontakt dann herstellen konnte und uns deswegen das heute gelungen ist, dass Silvestre dann heute hier ist. Warum ist dieser Film so aktuell? Also ich glaube, die meisten, die hier sind, haben das ja schon mitverfolgt, was jetzt gerade vor allem in der Sahelregion stattfindet. Und ich weiß nicht, ob Elias dazu noch mal ein paar Worte verlieren will, sonst mache ich das ganz kurz. Also gerade die französischsprachigen und sehr, sehr stark kolonial abhängigen Staaten sind gerade dabei, neu auf oder durch die militärischen Putsch zugunsten der Bevölkerung neu sich dieser französischen Kolonialtradition zu entledigen. Und das ist, glaube ich, das, was auch in diesem Film sehr, sehr stark Antrieb war, das darzustellen. Und ich würde vorschlagen, dass, wenn Silvestre Marc dazu noch mal ein paar Worte verliert, was dazu sagt, warum dieser Film gerade oder was ihn dazu bewegt hat, diesen Film zu machen und was er sonst noch so mitteilenswert für das hiesige Publikum findet. Und nochmal vielen Dank, dass du da bist. Bonsoir. Guten Abend. Donc vraiment je suis très très content d'être ici à Hambourg aujourd'hui.
J'aurais dû venir beaucoup plus tôt. Ich bin sehr froh, heute Abend in Hamburg zu sein. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Et ce film, je l'ai pensé, je l'ai travaillé depuis quelques années et aujourd'hui, le film a été tourné en 2015, il est sorti en 2017 et aujourd'hui, tout ce qui est dans le film est en train d'arriver. Ich habe diesen Film gedacht, ich habe ihn gemacht. 2015 haben wir ihn gedreht, 2017 wurde er veröffentlicht und jetzt, 2023, passiert plötzlich alles, was damals fiktiv war. Pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais tout simplement parce que j'observe et j'écoute la jeunesse africaine et ce qui se passe sur le continent. Et le rôle d'un créateur, d'un artiste, c'est d'anticiper ce qui va arriver. Et c'est ce que j'ai déjà fait dans mon premier film précédent qui s'appelle Africa Paradis sur l'immigration. Ja. Ich habe das nicht vorausgesehen, weil ich intelligenter als andere Leute bin, sondern weil ich der Jugend auf dem Kontinent zuhöre, weil ich sie beobachte, die Widerstände und in einem... Afrika Paradis. Afrika Paradis. Ah, Paradis. Ja, und ich habe das Thema schon in meinem Film Afrika Paradis aufgegriffen. Et voilà, bon, donc je pense que ça ne sert à rien d'anticiper ce que vous allez voir. Je pense que c'est bien de voir et après on va discuter. Ja. Und ich denke, es ist das Beste, wenn Sie sich den Film anschauen, beobachten und wir dann darüber diskutieren. Voilà, merci. Wenn ihr gerne das Wort haben wollt, dann könnt ihr euch gerne einfach melden. Ich würde mich vorher noch einmal bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, hier diesen Film zu sehen, der wirklich eindrücklich ist und in Aktualität kaum zu überbieten. Also gerade vor dem Hintergrund, was jetzt gerade an Zynismus auch von der geliebten Annalena Baerbock wieder gegenüber dem Putsch in Niger und auch ja, den Nichtabzug der Bundeswehr in Mali anbelangt, wo sie sagt, man darf das nicht, die Sahelzone nicht Russland überlassen und muss deswegen dort weiter Militär haben, finde ich, wird doch deutlich, welche Interessen dort verfolgt werden. Und man darf einfach nicht vergessen, das ist jetzt dann der letzte Beitrag, den ich jetzt erstmal mache, aber dass in Niger das Durchschnittsalter gleich bei 14,5 Jahren liegt. Also dass wie dort ein so reicher Kontinent in Unterentwicklung gehalten werden kann, das ist schon ein riesen Widerspruch, dem es sich gut tut, hier in Europa stärker damit zu befassen. Und dabei hilft dieser Film, finde ich, ungemein. Ja, c'est magnifique et actuel. Damit hört mein Französisch auch auf. Ja, der ist wirklich sehr, sehr aktuell und räumt mit einigen ganz krassen Vorurteilen, die hier verbreitet werden, auf und zeigt eindrucksvoll auch im Schauspiel, obgleich die Figuren sehr typisiert sind, sind sie sehr realistisch gestaltet. Naja, ich habe nur auf die Übersetzung gewartet. Ja, das ist gut, okay. Und außerdem müssen wir lernen von dem positiven Ergebnis, das dieser Film dann doch pointiert hat, obgleich es häufig anders ausgeht. Und darüber hinaus sollten wir uns fragen, welche Verantwortung wir hier für dann doch real ein positives Ergebnis haben. Soweit in Kürze. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que
Ce film a été très très important pour moi et pour donner la façon de voir de la jeunesse africaine. Parce que si j'ai fait ce film, c'est parce que j'écoutais beaucoup ce qui se passait sur le continent et j'ai décidé de ne pas être du côté des politiques pour pouvoir interpréter la façon et la manière de voir de la jeunesse. Ja, dieser Film war sehr wichtig für mich, um auch der Perspektive der Jugend Raum zu geben und nicht auf der politischen Ebene zu bleiben, die Dinge zu kommentieren. Parce que aujourd'hui, et si vous vous rendez compte de toutes les informations qu'il y a dans les médias, ce film il est sorti il y a 6 ans que c'est sorti. Et avant de faire ce film, j'ai travaillé 2 ans. Donc en tout, ça fait 8 ans que j'ai pensé sur ce film-là. Et aujourd'hui, en 2023, c'est exactement ce qui est dans le film qui est en train de se passer. Parce que le rôle d'un artiste ou d'un créateur, c'est d'être à l'écoute et de se projeter dans l'avenir et de voir ce qui peut arriver. Et moi, je pense que le côté optimiste à la fin du film, je pense que ça va être comme ça dans les années à venir. Ja, wie gesagt, ich habe den Film, der ist vor 6 Jahren veröffentlicht worden. 2 Jahre Arbeit steckten da drin, das heißt, das ist eigentlich Stand von vor 8 Jahren und jetzt 2023 spielen sich genau solche Dinge in mehreren Ländern ab und ja, die Aufgabe eines Filmemachers ist es zu beobachten, vorauszusehen, zu antizipieren und ja, ja genau, danke. Ja, und ich bin optimistisch, dass das positive Ende sich auch in der Realität dann abspielt. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'assistance, bonsoir Oumoussou. Et félicitations pour cette réalisation de ce film-là, et avec toute l'équipe. C'est pas facile, surtout en Afrique, de faire ce film-là parce que ça demande beaucoup d'argent. C'est ça. Merci, merci, on te soutient 100%. Donc, la politique. Ok. Laissez. Vas-y. Fais une pause pour la traduction. Ok. D'accord. La traduction. Tu vas traduire. Ok. Also. Wir gratulieren dir sehr für diesen Film und wir wissen, dass es auch in Afrika besondere Anstrengungen braucht, um überhaupt so einen Film zu machen. Und insofern Film. Und dass es sehr teuer ist, ja, ne, das auch. Und übrigens, das ist sehr teuer, ja, das. Vielleicht mache ich einfach einen Werbeblock. Ne? Ihr wisst, ja, also ich glaube, ne, das könnt ihr erwerben. Pour les artistes, moi je dis ça bien, mais en fait, pour les artistes, c'est difficile en Afrique. Moi ici, je fais du reggae, c'est à cause d'une chanson que je me retrouve ici. Parce que la chanson que j'ai faite, ça passait dans les télévisions et radios, et après, ils ont interdit ma chanson. Et j'ai parlé de la politique, de la corruption, de mal-éducation et de la justice. Donc c'est pourquoi ma chanson ne passe plus dans mon pays. Mais je souhaite les nouvelles autorités qui ont fait le coup d'État, mais là, je peux rentrer. Merci. Ja, ich bin auch Künstler, ich mache Reggae und ich habe politische Lieder auch gemacht über Ungerechtigkeit, über Probleme bei der Bildung.
die Lieder sind im Fernsehen und im Radio gelaufen, wurden aber verboten. Also es ist sehr schwierig in Afrika solche Dinge zu lancieren und halt dauerhaft öffentlich zu machen, weil dagegen vorgegangen wird. Ja, auch von mir vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Geld schwierig ist. Ich vermute, du hättest lieber am Ende eine Großdemonstration gefilmt. Ich habe eine Frage in Bezug auf den Optimismus, der ja offenkundig daraus resultiert, dass in der jüngeren Bevölkerung eine neue Grundstimmung besteht. So habe ich das verstanden. Und die Spannung in dem Film entsteht ja in dem Verhältnis zwischen der Richtigkeit der Maßnahme und dass eine große Mehrheit dabei ist und auf der Gegenseite gar nicht in der Hauptseite die Gewalt, sondern die Korruption, die immer aus dem Westen kommt. Stop. Okay. Also die Hauptwaffen, die Korruption, die immer aus dem Westen kommt und die starke Beeinflussung durch die Ausbildung in Europa, also Studium im Westen. Und es ist gut, dass die Gegenseite gewinnt. Was ist in Bezug zu vorherigen Generationen bei den neuen Generationen anders? Also was hat sich da verändert für ein neues Selbstbewusstsein? Le problème de l'Afrique, en tout cas, bon, spécialement, je parle surtout de l'Afrique francophone que je connais le mieux, c'est que c'est un endroit où, jusqu'à présent, tous les présidents qui ont été à la tête de nos États ont été des présidents qui ont été cooptés par la France pour les mettre à la tête de nos États. Et ces présidents-là, pour la plupart d'entre eux, ils sont tous corrompus parce qu'ils travaillent pour la France, ils ne travaillent pas pour leur pays. Ja, also wenn ich mich auf Afrika beziehe, spreche ich vor allem über das frankophone Afrika, denn quasi alle Präsidenten von afrikanischen Staaten in frankophonen Ländern sind durch französische Machenschaften mit an die Macht gekommen und kooperieren entsprechend mit Frankreich und arbeiten für Frankreich und nicht für ihre Länder. La première des choses, c'est que les pays d'Afrique francophone ont eu une indépendance qui a été donnée sans quitter, sans vraiment être indépendant. Je m'explique. Dans les années 60, le général de Gaulle a fait un projet pour l'Afrique francophone pour essayer de dire, bon, comme les alliés américains et tout ça, tout avec le mouvement de libération des Noirs aux États-Unis, ils demandent d'être libres et puis que l'Afrique doit se libérer. On a donné une espèce d'indépendance, mais tout en gardant tous les attributs de la colonisation. Donc nous sommes indépendants sans être indépendants. Voilà. Ja, also das Besondere bei den französisch kolonisierten Ländern Afrikas ist, dass es eher eine Reaktion war damals von Charles de Gaulle auf Bürgerrechtsbewegungen und Forderungen, dass schwarze US-Amerikaner halt Rechte bekommen, dass das auch mehr für Afrika gefordert wurde. Und es war eine gegebene, in den französischsprachigen Ländern eine gegebene Unabhängigkeit, die aber nicht wirklich eine Unabhängigkeit zur Folge hatte, sondern eher eine Unabhängigkeit der Form nach war und die kolonialen Strukturen, die da waren, halt maskiert wurden durch die Unabhängigkeit auf dem Papier, aber die Kontrolle weiter so funktioniert hat wie vorher. Donc, ils ont fait signer des accords secrets qu'on appelle les accords coloniaux et qui permet à la France d'avoir tous les droits
sur l'Afrique francophone. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique francophone, les 14 pays, continuent de payer ce qu'on appelle une dette coloniale. Nous n'avons pas le droit d'avoir une armée sans que la France nous donne l'accord. Nous n'avons pas le droit d'avoir une monnaie sans que la France nous donne son accord. Nos matières premières, la France est prioritaire pour prendre les matières premières et ce qui reste, on va les vendre si la France ne veut pas, mais l'argent est vendu en devises et les devises, c'est la France qui prend et qui nous donne une monnaie qui est le CFA, qui n'est pas de l'argent. Ja, also und zur Zeit der Unabhängigkeit wurden Verträge geschlossen, die die Zeit nach der Unabhängigkeit geregelt haben. Also es wurde noch alles quasi in diesem Prozess in die Wege geleitet, zum Beispiel, dass die Währung von Frankreich kontrolliert wird und die Konstitution der Armee auch. Also ohne das französische Einverständnis geht das nicht. Die Währung in 14 afrikanischen Ländern ist immer noch von Frankreich kontrolliert und auch der Export der Rohstoffe. Frankreich hat ein Vorkaufsrecht auf die Rohstoffe seiner ehemaligen Kolonien und wenn diese Rohstoffe verkauft werden, wird das in internationalen Devisen gemacht und die gehen an die französische Zentralbank und die druckt dann das Geld für die, also die, diese Postkolonialwährung und zahlt die an die exportierenden afrikanischen Länder aus. Also die bekommen die Devisen nicht. Und das ist halt auch, ja, und trotzdem hat Frankreich halt dieses Vorkaufsrecht, es kann nur an andere verkauft werden, wenn Frankreich keinen Gebrauch vom Vorkaufsrecht macht auf die Ressourcen. Et tous les présidents qui sont à la tête de nos États, aucun ne prend la décision pour gouverner s'il ne demande pas l'accord de Paris. Mais il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a eu que des chefs d'État soumis en Afrique. Chaque fois, quand il y a eu un président, comme je dis dans le film, qui a envie réellement de travailler pour son pays, il se fait assassiner automatiquement. Parce qu'il ne travaille pas pour l'intérêt de la France. Mais les choses sont en train de changer. D'où je vous parle de la nouvelle génération. Ja, und also auch wenn es heute oftmals so wirkt, als ob, oder dass es so ist, dass die Präsidenten in diesen frankophonen Ländern Afrikas sich nicht trauen zu regieren ohne das französische Einverständnis. Also das war nicht immer so. Es gab immer wieder Präsidenten, die im Interesse ihrer Länder handeln wollten. Die wurden aber immer umgebracht. Und trotzdem gibt es immer wieder, wie jetzt auch Anläufe und wie man auch im Film gesehen hat, das zu ändern und dass ja, Leute mutig sind und die Zukunft wieder selber gestalten wollen. Et puis, bon, ils ont toujours joué sur la guerre ethnique. Avant, ils parlaient de ça. Et même en 2023, on entend Emmanuel Macron qui dit de Bazoum, c'est un président et qui fait de bonnes choses et qui a des problèmes ethniques. Il n'y a pas de problèmes ethniques en Afrique maintenant. Il y a des problèmes économiques qui font que les gens ils sont dans la souffrance, mais aujourd'hui, les gens se marient entre eux. Donc, moi, si je me marie avec quelqu'un qui est de l'autre ethnie, c'est ce côté-là qu'ils ont activé au Rwanda et il y a eu le génocide au Rwanda. Et maintenant, en 2023, ils veulent essayer de faire encore la même chose en parlant de ça au Niger. Mais aujourd'hui, il y a les trois pays pour l'instant, le Niger, le Burkina et le Mali, ils se mettent d'accord. Si on attaque un pays, c'est qu'on attaque tous les trois pays. Et surtout, la jeunesse africaine, ils sont tous d'accord avec le Mali, parce que le Mali a été le premier ces derniers temps à pousser, le Burkina avec Thomas Sankara que nous avons toujours eu comme leader, et maintenant le Niger. Donc,
tous les peuples d'Afrique qui sont derrière ces trois pays, contrairement au président. Et pour les histoires d'ethnie, il dit que et c'est parce qu'il fait partie d'une ethnie minoritaire arabe qu'on est contre lui. Ah, d'accord. Ja, und was im Westen und von Frankreich immer sehr viel bemüht wird, die ethnische Karte. Also mal werden die Ethnien gegeneinander ausgespielt und mal, wie jetzt in Niger, tut man so, als ob das besonders gut wäre, dass eine bestimmte Ethnie, weil also der gestürzte Präsident von Niger einer sehr kleinen Minderheit angehört, dass es daran liegen würde, aber das ist nicht der Grund, dass er gestürzt wurde. Und das ist in Afrika gibt es keine wirklichen ethnischen Probleme mehr. Die Leute heiraten untereinander und es gibt einen regen Austausch und das ist keine ethnische Frage. In Mali hat es angefangen, in Burkina Faso ist es weitergegangen, was ja, in der Tradition Thomas Sankaras steht. Und in Niger geht es jetzt weiter und dass die Jugend ethnienübergreifend das unterstützt und sich nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen will, im Interesse von externen Akteuren, die eine Ethnie für sich ins Feld bringen, so wie damals auch Frankreich in Ruanda eine Rolle beim Völkermord gespielt hat. Le problème, bon, je suis bien placé parce que pour comprendre, le président Bazoum du Niger, il ne travaille pas pour son peuple. C'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que tu ne peux pas être le chef de l'État et dire que les terroristes sont plus puissants que ton armée. Comment tu veux que ton armée aille combattre les gens que toi, tu leur dis déjà, il est beaucoup plus puissant que toi, donc il va te tuer. Donc, en plus, ils réussissent à arrêter des terroristes. Toi, tu les libères. Et on ne peut pas accepter ça. En tout cas, aujourd'hui, toute la jeunesse africaine est prête pour mourir pour sa liberté. Et ça, personne, si les Européens ne comprennent pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. On est prêt pour mourir nos enfants et puis nous, on les encourage. Ayez la dignité, si même il faut combattre jusqu'au dernier souffle, battez-vous pour ne plus être des esclaves. Ja, nochmal zu dem jetzt, also in den Medien viel sichtbaren Bazoum von Niger, der gestürzt wurde. Der hat sein Volk nicht vertreten, sein Land nicht vertreten, hat seine Armee nicht unterstützt und hat selber gesagt, dass die Terroristen zu stark sind für die eigene Armee und deshalb, dass man Frankreich braucht. Und aber dass die afrikanische Jugend damit nicht mehr einverstanden ist und nichts zu verlieren hat und bis zum letzten Atemzug bereit ist, für die eigene Würde einzutreten und dass auch die ältere Generation sie dabei unterstützt, die Jüngeren, die jetzt vorgehen. Parce que de l'autre côté, vous voyez, beaucoup d'Africains parlent allemand quand ils font des études, ils parlent anglais, ils parlent français, mais combien d'Occidentaux parlent nos langues à nous? On dirait que nous, on n'a pas de langue, on n'a pas de vie, on n'a pas d'existence et que nous, on n'existe pas. Et on nous a toujours appris à se mettre plus bas et à être complexés jusqu'à maintenant, alors que l'Afrique est le continent qui possède plus de la moitié des richesses de cette planète. Et c'est cette Afrique-là même où tout le monde vient se servir. Vous voyez bien, on demande à la France, bon ben, vous dites que le Niger c'est un pays pauvre, par exemple, en dehors des autres pays, c'est un pays pauvre. On dit partez, vous dites vous partez pas. Mais partez, est-ce que c'est obligé de rester avec les pauvres? Maintenant, nos dirigeants, les nouveaux, ils n'ont pas tiré une seule balle. Mais l'ambassadeur, il est parti. Ja, wo fange ich an? Ja, also gut, chronologisch. So, also die Jugend, die bei uns studiert, lernt Deutsch, Englisch, Französisch,
Aber ja, die Leute, die zu uns kommen, sprechen unsere Sprache nicht und dessen werden wir uns bewusst. Es heißt, dass wir immer arm sind, aber der Großteil der Rohstoffe ist in Afrika und trotzdem heißt es, dass wir arm sind, dass Länder wie Niger arm sind. Aber warum wollt ihr unbedingt bei den Armen sein und nicht gehen, wenn wir euch sagen, dass ihr gehen sollt? Also gerichtet an die französische Armee, wenn Niger das ärmste Land ist und sagt, ihr sollt gehen, warum sollt ihr nicht gehen? Und zum Glück hat es jetzt geklappt, dass ja, die Niger haben erreicht, dass eingewilligt wurde, dass der französische Botschafter und die französische Armee, die im Niger stationiert sind, sich zurückziehen und das ohne einen Schuss abzufeuern. Merci. Dans cette salle, combien de personnes ont déjà été en Afrique? En Afrique noire. Combien de personnes? Wie viele Leute hier im Saal waren schon in Subsahara-Afrika? Bon, et dès que vous avez été vraiment en Afrique, ceux qui ont été, est-ce que c'est exactement ce que les médias racontent que vous avez vu en Afrique? Und habt ihr das in Afrika so vorgefunden, wie das Bild, was euch vorher in den Medien übermittelt wurde? Parce que c'est toujours bien de vendre l'Afrique misérable et on dit toujours et les pauvres Africains. Parce que moi-même qui suis réalisateur, je suis bien placé en France. Si j'avais accepté de faire des films pour montrer le misérabilisme de l'Afrique, je pense que j'aurais eu beaucoup d'argent. Mais comme je montre, parce que ce film que vous avez vu là, j'ai tourné entièrement au Bénin, qui est mon pays. Il n'y a pas une seule image qui vient de l'extérieur, ça vient de là-bas. Il y a des gens qui vivent, qui sont bien là-bas, comme en Europe, il y a des gens qui sont dans la misère, et il y a des gens qui sont riches ou il y a une classe moyenne. Le problème de l'Afrique pour l'instant, c'est le manque de beaucoup de classes moyennes. Parce que soit ils sont très riches ou soit ils sont beaucoup très pauvres. Ja, also Afrika ist vielseitig. Der Film wurde in Benin gedreht. Jedes Bild war in Benin. Und ja, es ist immer convenient, also es ist immer profitabel, Afrika so schlecht und miserabel darzustellen, aber es ist auch vielseitig. Es stimmt, es gibt nicht genügend Mittelschicht, es gibt einige, die sind sehr reich und viele, die sind sehr arm. Ja, aber er wollte ein echtes Bild vermitteln mit dem Film und deswegen, also wenn er das Übliche, das Miserable, das Traurige hätte zeigen wollen, hätte er es bestimmt leichter gehabt mit der Finanzierung. Des Films. Voilà. Je prends d'autres questions parce que. Also, es gibt drei Meldungen. Also, Chris hat sich als erstes gemeldet, dann die Person, der Herr oben und dann, glaube ich, Chris. Also. Ja, merci beaucoup. Ich finde an dem Film interessant, dass er, obwohl es ein sehr afrikanischer Film ist, sehr große Wahrheiten über die Lage der Bevölkerung in Europa ausspricht. Non, un moment, s'il vous plaît. Insofern ist das ein wahrhaft internationalistischer Film. Und meine Frage ist, könntest du dir eine Geschichte, vielleicht eine neue Geschichte vorstellen mit einem etwas anderen Ende, bei der nicht die Kriegsschiffe von außen die Auseinandersetzung entscheiden, sondern die Solidarität der Bevölkerung weltweit? Well,
Mais je pense que moi j'ai décidé d'être optimiste pour l'Afrique. Parce que il y a trop de l'image dégradée du continent africain. Moi je suis né dans une famille où j'ai été heureux. J'ai été à l'école. Mes parents ont payé. Et puis en plus, attention, on est 9 frères et sœurs, 5 filles et 4 garçons. Et nous avons tous fait les écoles universitaires. Tous dans la famille. Et on est. Et mes parents ont été des parents aimants et tout. Et quand j'étais en Afrique en tant qu'enfant et jusqu'à l'adolescent, je ne savais pas. J'avais pas une image de l'Européen qui était méchant comme j'ai vécu, même si moi je ne l'ai pas vécu directement, toujours comme ça, j'ai vu beaucoup de méchanceté. Alors que quand les Européens viennent en Afrique, la générosité de l'Africain fait qu'il quitte son lit pour descendre, pour dormir par terre, pour donner son lit à l'Européen, parce que l'étranger est le bienvenu. Et ça, c'est des choses qui m'ont choqué quand je suis venu ici. Et c'est pour ça, de toute façon, pour ceux qui ont acheté ou on aura l'opportunité, le film Africa Paradis, j'ai abordé ces sujets-là un peu dedans aussi. Parce que c'est dur d'être émigré et de vivre quelque part. Ceux qui sont en Amérique aujourd'hui, c'est tous des émigrés. Les Français qui ont colonisé, parce que les Africains étaient chez eux, les Anglais, ils ont été partout. Quand ils vont, on dit, ouais, c'est des conquérants ou des coopérants. Et nous, quand on vient ici, on apporte beaucoup de choses aussi en Europe. Mais on dit, c'est des émigrés, on est traités comme des bêtes, des animaux sauvages et tout. Ouais, ils sont ceci, ils sont cela. Non, c'est des humains. Et je pense que je souhaite à chacun d'entre vous d'aller en Afrique et de côtoyer vraiment les Africains. Et j'espère que les Africains vont garder leur générosité légendaire pour apporter à l'humanité, vu que nous sommes le berceau de l'humanité, pour que on sache que au cœur de la vie, c'est l'être humain qui compte. Ja, also zum ersten Teil, das mit dem Bild der Europäer. Also er hatte das Glück, in einer großen und glücklichen Familie aufzuwachsen. Es sind 9 Geschwister, 5 Mädchen, 4 Jungs. Alle konnten zur Schule gehen, alle haben studiert. Und er ist mit einem positiven Bild, also anders als in Europa, wenn man nach draußen blickt, hat er mit einem positiven Bild auf die Welt geblickt und hat Europäer immer als was sehr Freundliches und Gutes wahrgenommen, bis er dann letztendlich selber hier war und Rassismus erlebt hat, auch indirekt viel miterlebt hat, bei anderen gesehen hat. Und ja, das hat ihn geschockt und das hat sich natürlich dann auch so das wurde auch mit dem Film verarbeitet. Und er wünscht allen hier Anwesenden, also und das, ja, aber von Grund auf hat er keine Ressentiments gehabt und das, ja, Afrikaner sind gastfreundlich und großzügig und würden auf dem Boden schlafen, damit ein Gast in ihrem Bett schlafen kann. Und ja, er wünscht allen Anwesenden selber mal nach Afrika zu kommen und hofft, dass dann immer noch genügend Gastfreundschaft und Großzügigkeit übrig ist, dass ihr selber Afrika erleben könnt. C'est possible. De toute façon, la solidarité entre les peuples, parce que si vous voyez bien aujourd'hui, et ce qui est très important pour nous, quand on parle de conflits en Afrique,
tous les peuples africains disent nous n'avons rien contre les peuples. On a contre la politique des politiciens en Afrique. Donc c'est ça qui est important parce qu'on voit déjà que l'humain est plus important. Donc les gens ici, bon, ce que moi j'ai constaté aussi personnellement, parce qu'on observe beaucoup, et vous êtes, les Européens sont toujours en train de courir. Je ne sais pas pourquoi ils courent vers quoi, du matin au soir. Donc ils n'ont jamais le temps de s'asseoir pour réfléchir, pour se poser. Parce que quand on vit en Europe, excuse-moi un peu, hein. Quand on vit en Europe, si on n'a pas des enfants qui vont à l'école, on ne comprend pas la manière dont vivent les Européens. Vous courez tout le temps. Le matin, vous courez, vous allez déposer l'enfant à l'école. Vous sortez de là, vous courez, vous allez au travail. Vous quittez le travail, vous courez, vous venez à la maison. Vous venez à la maison, vous courez pour aller chercher l'enfant pour revenir. Et vous mangez, vous dormez. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de penser, de prendre le temps de vivre. Et ça, en Afrique, on a encore cet espace qu'on prend pour essayer d'écouter le voisin, de voir ce qui se passe. Et des fois, on dit, oh, les Africains sont des fainéants. Moi, j'ai vu en Europe, dès qu'il y a un peu de soleil, tout le monde est dehors. Ils ne travaillent pas. Alors qu'en Afrique, c'est presque 300 jours sur 365 qu'il y a le soleil. Donc, on n'est pas fainéants, on travaille. Donc, c'est important de voir le côté humain dans tout ça. Et n'écoutez pas surtout vos politiques. Parce que les politiques, eux, ils pensent à leurs intérêts. Que leurs intérêts. Une fois qu'ils ont vos voix, après ils ne font rien pour vous et ils détruisent l'humanité qu'il y a dans chacun d'entre vous. Par où commencer? Oui, exactement. Voilà. Elle va. Also. So, also ich fange an, ne? Ich glaube, den Anfang hast du nicht mehr drauf. Also, ne, das war, sollte so ab und zu kürzer sein, ne? Also mehr, un peu plus, parce que ce sera plus facile. So, also ich fange an. Der erste Gedanke war, wir sind nicht gegen andere Völker, insbesondere gegen europäische Bevölkerung. Wir sind gegen eine Politik, die gemacht wird uns gegenüber. Und das Zentrale ist, dass wir eine Menschlichkeit bewahren wollen. Tu continues? Ja, also in Afrika ist noch viel Menschlichkeit bewahrt und er kann sich vorstellen, dass statt ausländischer Kriegsschiffe, wie in dem Film, die Solidarität genug Kraft aufbringt und dass man sich das vielleicht in Europa manchmal schwer vorstellen kann, weil die Leute den ganzen Tag nur am Rennen sind und vor allem, wenn man Kinder hat und morgens schnell aufstehen und in den Kindergarten oder in die Schule die Kinder bringen, zur Arbeit gehen, abholen und man ist die ganze Zeit nur gehetzt und hat keine Zeit mit dem Nachbarn zu reden und mit den Mitmenschen mitzufühlen. Und aber in Afrika ist die Gemeinschaft noch entwickelt genug und die Menschlichkeit anders gemeinsam Dinge zu erfüllen und daraus Kraft zu schöpfen. Und das geht auch, obwohl die Leute viel arbeiten, auch wenn sie oft als faul dargestellt werden. Sobald hier die Sonne draußen ist, sind hier alle im Park und in der Sonne, aber da scheint die Sonne die ganze Zeit und es wird trotzdem jeden Tag gearbeitet. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich persönlich sehr wichtig fand.
Er sagte, ja, ihr rennt die ganze Zeit und ihr nehmt nicht die Zeit zu leben oder euch einfach hinzusetzen und einiges einfach Revue zu passieren oder zu überlegen. Und ja, also die Scheinheiligkeit der Politiker, wenn es um Afrika geht, die Scheinheiligkeit der Politiker hier, die kann man genauso erwarten, wie wenn es um die Scheinheiligkeit hier geht. Es geht denen nur um die Stimmen und danach vertreten sie andere Gesetze, Interessen als die, die sie versprochen haben. Also das, ja, dass man den Politikern c'est quand ils parlent de leur discours de l'Afrique, c'est le même mensonge. Toujours le même discours. Also ja, die Äußerungen zu Afrika sind genauso verlogen wie zu Problemen hier. Et puis si l'aide au développement aidait et a développé un pays, il y a longtemps que l'Afrique serait développée. Mais on donne le développement, la seule chose que nous demandons, acheter les matières premières à leur juste prix. Point. Ja, und Entwicklungshilfe ist nicht wirklich Entwicklungshilfe und hat zu nichts geführt. Es würde reichen, wenn für die Rohstoffe ein gerechter Preis gezahlt werden würde, dann könnte Afrika sich entwickeln. Genau. Und, ja, also ein Beispiel ist, weiß ich jetzt auch aus dem nigerischen Kontext, der schon ein paar Mal erwähnt wurde, der Uranpreis, also der wurde von Frankreich auch vor Ende der Kolonialzeit für die Zeit danach festgeschrieben. Und also ich war mal in Niger, da war der Weltmarktpreis für Uran 193 Euro und Frankreich hat von unter einem Euro nach 10 Verhandlungen, wo auch immer wieder Rebellen über den französischen Geheimdienst bewaffnet wurden, sind sie dann auf 40 Euro gekommen, aber der Weltmarktpreis war 193 Euro. Ja, und damit werden europäische Atomkraftwerke betrieben, dann braucht man auch keine Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe leisten, wenn man in der realen Wirtschaft so verfährt. Und eine Sache hat er eben noch gesagt, die hatte ich eben vergessen, mit der Menschlichkeit. Es wird immer von Migranten gesprochen, wenn Europäer irgendwo hingehen, sind sie entweder Eroberer oder Entwicklungshelfer und wenn Afrikaner woanders hingehen, dann sind sie Flüchtlinge und Migranten, aber es sollte der menschliche Faktor zählen und dass wir alle Menschen sind. Ah, merci beaucoup. Merci pour votre film très impressionnant et votre présence ici au Hambourg. J'ai deux questions. La question première est qu'est-ce que pensez-vous sur les gouvernements militaires malienne et burkinabé, le travail du les gouvernements. La question. Qu'est-ce que je pense du gouvernement, des militaires du Mali, du Burkina et puis du Niger? Leur travail. Oui. Ja, also danke für den beeindruckenden Film und ich habe eine Frage zu den Militärregierungen, die jetzt in Mali und Burkina Faso regieren. Was ist Ihre Meinung zu deren Arbeit? Des fois, j'ai l'impression que quand on parle des militaires, on a l'impression que les militaires, ce n'est pas des citoyens. C'est des citoyens qui vivent dans la société. Ils sont mariés, ils sont pères de famille, ils sont mères de famille, ils sont dans la société au quotidien, ils dépensent et tout. Mais quand c'est l'Afrique, surtout aujourd'hui, la France dit hey, c'est les militaires. Ils n'ont pas leur place, ils ne veulent pas faire la guerre. Mais De Gaulle, il a fait quoi? Le général De Gaulle, il a fait quoi?
C'est pas lui qui a fait la constitution de la 5e République en France qu'ils sont en train d'étudier jusqu'à aujourd'hui? C'est pas lui qui a fait les accords coloniaux en Afrique et pour que la France vive depuis des décennies dessus et puis ils sont toujours contents? Et quand quelqu'un veut dire qu'il est un bon politicien en France, il dit « je suis gaulliste ». Mais quand c'est les Africains, on dit que c'est des militaires. En Afrique, il y a eu Thomas Sankara, c'est un militaire. Il y a eu Jerry Rawlings au Ghana, c'est un militaire. Mais je ne comprends pas pourquoi, et c'est des gens qui font comme tout le monde, c'est des citoyens. Et les civils, présidents, qui changent la constitution et qui font des coups d'État constitutionnels. Ce n'est pas des coups d'État. Donc, un citoyen, je ne vois pas en quoi c'est différent si c'est un militaire ou c'est voilà, un civil. Maintenant, si c'est un militaire qui fait mal son travail, il faut l'enlever. Si c'est un civil qui fait bien son boulot, on le fait. Et puis d'ailleurs, pour conclure tout ça, et je pense que on veut nous imposer la façon de la démocratie de l'Occident, qui ne correspond absolument pas à notre idéal. Parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même vécu que vous. On a une autre manière de voir les choses en Afrique. On a notre tradition. La constitution, par exemple, je parle des pays francophones parce que je ne parle pas toujours de tous les pays, parce que c'est là où je connais le mieux. La constitution de nos pays francophones, c'est la copie collée de la France dans nos pays. Et ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Voilà. Ja, also, er hat ein, also, ich habe ein, ich bleibe mit ich form das leichter. So, ich habe ein Problem ein bisschen damit, wenn man immer von Militärregierungen in Afrika spricht, denn sind Militärs keine Bürger? Militärs sind auch Väter und Mütter und Mitbürger. Und man spricht vor allem von Militärregierungen, wenn man von Afrika spricht. Aber was ist mit Europa? War Charles de Gaulle kein Militär? Hat Charles de Gaulle nicht die Verfassung der 5. Republik, die bis heute in Frankreich besteht, mit verfasst? Hat Charles de Gaulle nicht die Unabhängigkeitsvereinbarung von Afrika mit diesen ganzen Geheimverträgen alle mitverfasst als Militär? Und trotzdem berufen sich alle wohlfeilen Politiker in Frankreich bis heute darauf, Gaullist zu sein. Und keiner hat ein Problem damit und sagt, dass sie für Militärregierungen stehen würden. Von daher ist es falsch, in Afrika von Militärregierungen als einfach was Schlechtes zu sprechen. Und wenn man sich mal die zivilen Regierungen, die dem Anschein nach vom Westen abgesegnet werden, anschaut, die ständig die Verfassung ändern, um länger an der Macht zu bleiben und so Staatsstreiche über die Verfassung machen. Das sind auch Staatsstreiche. Wenn ein Militärregent schlecht ist, sollte er genauso seines Amtes enthoben werden wie ein Ziviler. Und man kann nicht immer die Maßstäbe, die jetzt gerade im Westen gelten, auf Afrika anwenden. Afrika hat eine andere Geschichte durchgemacht. Afrika hat ist an einem anderen Punkt. Und um wieder auf das frankophone Afrika zu sprechen zu kommen, die Regierung, die Verfassung und die Gesetzesbücher wurden eins zu eins einfach den französischen nachempfunden und das kann nicht funktionieren. Das sind Länder, die an anderen Punkten sind in ihrer Entwicklung, die andere Kulturen haben und andere Machtverhältnisse und Erlebnisse. Merci. Donc, encore une question. Ils font le gouvernement et ils sont en train de remettre de l'ordre dans tout ça parce que déjà quand le gouvernement du Burkina il est venu Assimi Goïta quand il est venu ils sont en train de construire et d'abord il a fait un référendum constitutionnel qu'il a mis sur place donc il faut leur laisser le temps de faire leur transition et
on organise les choses qui correspondent. Pour l'instant, c'est la chienlit partout. Même en France, Macron n'est pas démocratique. Il fait avec le 49-3. Tout le temps, 49-3. Les Français, les décrets, pas décrets, tout le temps. Et les Français ne sont pas d'accord, mais il dit, c'est la constitution, 49-3. Et voilà. Donc, c'est pas ça la démocratie. Ja, und also nochmal deine Frage, Mali und Burkina spezifisch. Ja, soweit ist er mit denen zufrieden. Die schaffen für eine gewisse Ordnung, weil die Länder am Boden waren. Und die neue Verfassung in Mali, dafür wurde ein Referendum für abgehalten. Und ja, das sind Umwälzungen, aber seiner Meinung nach notwendige Umwälzungen. Und auch wenn man nach Frankreich schaut, nach Macron, immer wenn er keine Mehrheiten hat, Paragraph 49.3, der regiert auch ganz viel per Dekret. Aber da sagt man immer, ja, das ist ein Paragraph, dieses Dekret, das ist verfassungskonform. Ich würde vorschlagen, dass wir die letzten drei Fragen aus Zeitgründen einmal zusammenfassen oder einmal sammeln. Okay, dann vier. Merci pour le film. Erstmal, meine Frage, die ich habe, ist, wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, was würden Sie dann sagen, wie wichtig sind die Kinder der Diaspora? Also wir jetzt Afrikaner, die in der Diaspora in Europa, in Amerika und so weiter sind, inwiefern sind wir auch wichtig, um Afrika da zu helfen? Denn ich denke auf jeden Fall auch, dass wir da eine wichtige Rolle spielen, die vielleicht hier nochmal die europäische Sicht des Lebens mitbekommen. Gleichzeitig ist aber auch oft Probleme gibt, wenn man dann zurück in der Heimat ist, von seinen Familienmitgliedern nicht als vollwertiger Afrikaner gesehen zu werden, sondern eher als Europäer. Und was würden Sie da sagen, inwiefern können wir auch zusammenkommen? Hi, wir sammeln die Fragen jetzt gerade, ne? Also alles auf einmal. Ich wollte fragen, ob Sie was zu Nationalismus versus Solidarität oder Internationalismus sagen können, weil zum Beispiel haben wir am Anfang vom Film haben wir uns gefragt, in welchem Land findet das statt? Und wir haben gesagt, oh, ist das Benin, ist das Togo, ist das Senegal, wo ist das? Und ich habe zum Beispiel im Senegal gewohnt, da sind sie sehr stolz senegalesisch, ne? Das ist der Land der Teranga, ne? Das ist die Hospitalität. Gleichzeitig haben sie auch schon gesagt, dass in Burkina, in Mali, in Niger, sie ziehen sich zusammen, also sie bauen sich zusammen. Also ich wollte fragen, können Sie was dazu sagen, der Unterschied zwischen Nationalismus und diese Solidarität, die Tradition in Afrika, also dieses Zusammenhalten und auch wie die einzelnen Länder so nationalistisch sein können ein bisschen. Die letzte Frage? Die letzten zwei. Zwei? D'accord, j'essaye de poser ma question en français, comme ça c'est peut-être un peu plus facile. Alors moi je me demande d'où est-ce que vous voyez venir le change que vous avez montré dans le film? C'était une perspective très étatique si on veut, et moi je me suis demandé quel rôle est-ce que la société civile joue? Par exemple ici on compte beaucoup sur la société parce que aussi notre gouvernement est corrupt si on veut bien. Aussi dans une autre manière il y a le lobbyisme et tout ça, mais quand même on n'attend pas le changement venant du gouvernement, donc on dit ok, c'est à nous de faire changer quelque chose, de mettre en place les bonnes idées dans les institutions, aux rues. Donc je me demande comment est-ce que vous voyez ce défi ou bien ce changement en Afrique, parce que vous avez dit que vous êtes
vous avez été inspiré par la jeunesse. Donc oui, ça m'intéresse. Peut-être kurz auf Deutsch. Ich habe gefragt, woher er den Wandel kommen sieht, den er in dem Film skizziert hat, weil das eine sehr, doch auch sehr staatliche Perspektive war und ich mich gefragt habe, welche Rolle die Zivilgesellschaft in dem Fall spielt, gerade weil er die französische Jugend ja auch als Inspirationsquelle für den Film genommen hat. Daran kann ich gut anknüpfen. Die Verstaatlichung von Monopolunternehmen ist ja eine sozialistische Maßnahme. Welche Rolle spielte das für die Botschaft des Films? Damit verbunden meine Frage nach, wie die Arbeit mit den Schauspielern war. Also wie sie sich diese konträren Rollen angeeignet haben. Und zu guter Letzt, wie behält man bei alledem den Humor? C'est très important la question sur la diaspora. Je réponds à ça et je viens par la suite. La diaspora, c'est-à-dire que nous, quand on vit à l'extérieur, beaucoup d'entre nous, on ne dit pas la vérité de ce que nous souffrons à l'extérieur, au pays. Beaucoup d'entre nous, on travaille dur ici, mais tu passes 3-4 ans et tu vas dépenser au pays pour 2 semaines, 3 semaines, toutes tes économies de 3-4 ans. Et là-bas, ceux qui sont là-bas, ils voient, ils pensent que nous, on vit bien ici quand on est à l'extérieur et que tout va bien pour nous. Donc, du coup, nous aussi, on est complices du côté négatif des gens qui pensent que la vie est facile ici et ils ont envie de venir parce que si tu leur dis, ne viens pas, eux ils disent, mais toi tu es bien là, tu es venu en vacances, tu es venu passer et tous les moyens ici. Mais néanmoins, je pense que nous contribuons beaucoup ici pour aider ceux qui sont restés au pays. On gagne de l'argent, il y a certains parmi nous, on envoie au pays pour essayer d'aider la famille, d'aider la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est même encore plus que l'aide au développement. La diaspora participe beaucoup financièrement au développement de l'Afrique à travers ce qu'on envoie. Ah ouais, ok. Ok, parce que je vais répondre étape par étape pour que... Voilà. Et le potentiel de la jeune diaspora? Eh bien, il faut contribuer, puis il faut avoir des formations pour transmettre, pour aller là-bas, pour créer. Mais une fois qu'on va là-bas aussi, vu qu'on est ici, on n'est pas toujours accepté aussi quand on retourne là-bas. On dit que nous sommes... ici, on est des étrangers. Et quand on retourne au pays aussi... On est quand même encore comme des étrangers, mais il faut la volonté, le temps d'adaptation pour pouvoir leur faire comprendre qu'on est d'ici et on est ensemble pour travailler, pour développer l'Afrique. Voilà. Okay, ja, also ihm hat die Frage zur Diaspora sehr gefallen, die ist sehr wichtig. Und die Diaspora spielt eine ambivalente Rolle. Einmal, was ja auch oft gesagt wird, die Leute sparen 3-4 Jahre hier, fahren nach Hause und geben das Ersparte in 2-3 Wochen aus und jeder denkt da, das Leben ist leicht und die sind alle reich und haben nicht wirklich so ein Verständnis für das Leben der Diaspora hier. Also da hat man auch eine Verantwortung, wie man dann dahin geht. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, die Familie zu unterstützen, das Geld, was oft zurückgeschickt wird, die Remittances, die sind
die wiegen schwerer als alle Entwicklungshilfe. Es wird mehr nach Afrika geschickt von der Diaspora als von sonst irgendjemandem, auch Staaten. Und ja, es ist natürlich wichtig, dass man seine Erfahrungen auch mit dahin nimmt und dass man lernt, dass man sich bildet. Und am Ende muss man sich da beweisen, weil ja, hier gilt man als Ausländer, aber wenn man zurückgeht, gilt man auch als Ausländer. Und man muss sich natürlich auch anpassen und es gibt tatsächliche kulturelle Unterschiede, die da muss man sich eingewöhnen, aber es ist trotzdem wichtig, hinzugehen, dass Leute aus der Diaspora zurückgehen und dort arbeiten und zusammenarbeiten. Voilà. En ce qui concerne la société civile, il y a de plus en plus de think tanks qui se créent. Je ne sais pas si le think tank, oui, oui. Voilà, qui se créent et avec les compétences de chacun pour essayer d'impulser pour le développement en Afrique parce que beaucoup d'entre nous, on a appris des choses, on a fait des grandes études et puis on se retrouve maintenant dans des creusets pour essayer d'impulser comment il faut développer l'Afrique parce que bon, de l'autre côté, beaucoup d'entre nous, on se rend compte que même en vivant ici pendant des siècles même, on ne sera jamais d'ici parce qu'on te montrera toujours que tu es d'ailleurs. Mais si on ne travaille pas pour essayer de construire un mieux-être pour là-bas, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut reconnaître aussi une chose, nous dans notre culture, on n'est pas fait pour aller dans les maisons de retraite. Ce n'est pas dans la culture. Chez nous, on s'occupe de nos personnes âgées. On fait tout pour qu'ils finissent leur vie à la maison dans de meilleures conditions pour avoir des gens autour d'eux. Alors qu'ici, il faut beaucoup d'argent pour vous mettre dans un mouroir, entre guillemets, parce que toutes les maisons de retraite, parce que je voulais faire un film aussi sur les maisons de retraite, mais ce n'est pas évident. Et il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir vivre la fin de sa vie dans les maisons de retraite correctement. Donc, on essaye de construire quelque chose là-bas parce que ce n'est pas quand l'Europe a déjà pris toutes nos forces que nous allons retourner là-bas pour ne pas apporter quelque chose. Donc, il y a une conscience de créer des think tanks pour voir comment développer l'Afrique pour que les gens qui sont là-bas vivent mieux et pour que quand nous, on retourne là-bas aussi, on puisse être accepté pour dire que nous avons contribué aussi au développement de notre continent. Voilà. Ja, also das geht jetzt zur Frage mit der Zivilgesellschaft. Es gibt immer mehr Thinktanks, die gegründet werden von Afrikanern, auch von der Diaspora und dass das ein guter Weg ist, verschiedene Disziplinen, verschiedene Ansätze und Wissen zu bündeln, um die Lebensumstände dort zu verbessern. Und ja, die afrikanische Kultur, also sieht es nicht vor, dass man in einem Kerker von Altersheim endet. Deshalb ja, findet er es wichtig, dass und auch wenn man 1000 Jahre in Europa lebt, wird man nicht als Europäer angesehen. Deswegen ist es wichtig, diese Brücke zu schlagen über solche ja, Zusammenkünfte, ob es nun Thinktanks sind oder was, und halt zusammenzuarbeiten und sich eine Perspektive aufzubauen in Afrika. Denn ja, bei uns ist es vorgesehen, dass man im Kreis der Familie von jungen Leuten und von guten Leuten umgeben ist und so das Leben zu Ende geht. Parce que en Afrique aussi il y a beaucoup de travail informel. Donc il y a beaucoup de gens qui sont formés pour essayer d'aider à structurer les PME, les petites et moyennes entreprises qui permettent aux gens de structurer et de valoriser et puis d'avancer. Donc il y a de plus en plus de ça maintenant en Afrique aussi. Et on crée des petites usines de transformation parce qu'il y a aussi beaucoup de gaspillage. Vu que ce n'est pas structuré, beaucoup de, par exemple, des mangues. Vous voyez en Afrique, par exemple, il y a des mangues qui tombent, il y en a plein partout. Alors qu'on peut récupérer tout ça pour faire des jus de mangue.
pour le pays, consommer, exporter les jus d'orange. Il y a plein d'oranges, ça tombe. En Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de ces choses-là qui sont en train d'être structurées aussi, et avec la diaspora, parce que nous, quand on est sortis aussi, on a appris un peu dans les usines, on a vu, et tout ce qu'on a appris aussi un peu ici, on va partager aussi avec les gens qui sont et au pays pour amener une plus-value à ça. Ja, und, ach so, ja, dass man, dass es ist, also die Wirtschaft in Afrika ist sehr informell und deswegen ist es wichtig, ja, in kleine und mittlere Unternehmen gibt es viele Start-ups, sage ich jetzt einfach mal, dass man da rein investiert. Es wird sehr viel verschwendet, so das Beispiel, überall gibt es Obstbäume und verfaulen die Mangos und es gibt dann Leute, die Ideen haben halt mit so Verschwendung, weil halt viel nicht strukturiert ist, damit was zu machen und da kann man auch reingehen und investieren, so als Diaspora und sich was aufbauen und um halt nicht fürs Altersheim zu sparen, das kam eben noch. Und er hat übrigens auch die Idee, mal einen Film zu machen über europäische Altersheime. Ce qui est très important aussi, nous aimons aussi les humains partout, parce que c'est très important. Et je ne suis pas en train de passer mon temps à critiquer l'Europe non plus, parce qu'il faut que ça soit bien clair. Je critique surtout la politique des politiciens en Afrique et non les peuples, parce qu'il y a beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de solidarité entre les peuples que les politiques. Donc ça, il faut que ça soit bien compris pour chacun d'entre vous, que vous compreniez que c'est pas... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis français qui se sont battus parce que le monsieur a posé la question tout à l'heure, comment les acteurs, ils jouent des rôles comme ça. C'est parce que ils rentrent dans mon univers, ils essaient de comprendre et quand ils comprennent les enjeux, ils se donnent à fond pour jouer le personnage, pour dire voilà, je ne suis pas d'accord, peut-être je ne suis pas d'accord avec tout ce que Sylvestre Amoussou dit, mais je vais l'aider à porter son message pour que les gens puissent l'entendre. Et ça, c'est très important que tout le monde le sache. Yeah. Also er möchte auch nicht jetzt seine ganze Lebenszeit damit verschwenden, die westlichen Politiker für alles verantwortlich zu machen. Ja, auch wenn er es macht, aber er macht genauso die afrikanischen Politiker dafür verantwortlich und man muss sich einfach bewusst werden, dass in den Völkern mehr Menschlichkeit steckt als in jedweder Politik und ja, dass man deswegen die Völker zusammenbringen muss und so, um auf die Frage mit den Schauspielern zurückzukommen, diese Leute, die diese bösen Rollen da gespielt haben, die hat er auch als Nicht-Afrikaner in sein Universum hineingezogen, hat seine Sicht der Dinge ihm vermittelt und er hat die kennengelernt und selbst auch wenn sie vielleicht nicht alle seine Punkte immer unterstützt haben, unterstützen Sie ihm diese, haben Sie ihn dabei unterstützt, diese Nachricht filmisch zu verarbeiten und ja, der Welt so zu zeigen? Même des fois, les politiques africains, quand ils voient mes films, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes ton temps à critiquer les Européens? Et je dis, bon, mais parce que je sais que tu as des intérêts dans ce que je dis. C'est pour ça que je critique. Comme ça, tu te reconnais dedans. Und ja, er wurde von afrikanischen Politikern auch auf seinen Film angesprochen, die den gesehen haben, gesagt haben, warum machst du das? Warum stellst du die Europäer so da? So. Und ja, wahrscheinlich erkennen sie sich auch selber, wollten nicht direkt sagen, dass sie sich auch als Afrikaner da angesprochen gefühlt haben, als afrikanische Politiker, die da auf der Empfängerseite sind. Parce que notre rôle en tant que créateur, c'est de déranger un peu la société, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Die Rolle als Filmschaffender, ja, ist es zu kritisieren, aber ja, nicht böswillig. Voilà, merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci au traducteur. Merci à la traductrice. Merci. Merci.